Es war eine Familie, die ursprünglich aus Frankfurt am Main kamen und sie haben dort gelebt im jüdischen Ghetto. Und der Stammvater der Familie, Meyer Amschel Rothschild, war so ein kleiner Münzhändler, der sich einfach emporgearbeitet hat. Und er hatte 5 Söhne und diese 5 Söhne sind dann in europäische Städte gezogen und haben dann das Familienunternehmen der Rothschilds aufgebaut. Die Rothschilds waren sehr stark verknüpft mit dem aufkommenden Bankwesen im 19. Jahrhundert und waren auch in der Bevölkerung durch die Presse, durch Karikaturen sehr bekannt und waren quasi auch ein Gesicht ein bisschen für das Bankwesen. Und anstatt dass man die spekulativen Mechanismen des Kapitalismus für gewisse Verfehlungen dieses Systems verantwortlich gemacht hat, hat man die Rothschilds als die jüdischen Hintermänner quasi bezeichnet und dafür verantwortlich gemacht. Und das sieht man heute auch noch immer. Vor allem jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie ist es wieder sehr aktuell, wo heute natürlich andere Persönlichkeiten von Verschwörungserzählern verantwortlich gemacht werden. Also wenn man zum Beispiel anschaut, hört man dort oft die Namen von George Soros oder auch Bill Gates, also seien diese Leute jüdisch oder nicht jüdisch, sie werden für was verantwortlich gemacht. Und Rothschild findet man dann auch immer wieder dort.